Menschen haben Ziele, kleine Ziele und große Ziele. Einen Monat lang begleiten wir Menschen, die ihre Ziele verwirklichen wollen. Simone Charmouly will Kontakt zu ihrem verstorbenen Vater aufnehmen. Dieser Mann heißt Werner Brotesser. Aufgeregt? Ja, ein wenig. Fragen Sie mich mal. Okay, Frau Charmouly, wir kennen uns noch nicht. Darf ich fragen, haben Sie schon mal Medium aufgesucht? Nein. Dann möchte ich zunächst kurz erklären, wie ich arbeite. Ich möchte dann Sie bitten, lassen Sie mir ein paar Minuten Zeit. Ich möchte erst die Kontakte an Sie weitergeben, die mir von drüben gegeben werden. So, egal wen immer Sie gerne kontaktieren möchten, die meisten möchten ein Medium zu einem bestimmten Zweck aufsuchen. Lassen Sie mich bitte am Anfang einfach reden. So, wenn der Brotesser redet, lassen Sie ihn einfach, ja? Die Arbeit läuft dann, es funktioniert. In den Momenten, wo ich ruhig bin, können Sie gerne zwischendurch Fragen stellen. So, wir gehen da ganz locker ran, versuchen anzunehmen, was kommt und bitten einfach die geistige Welt, sie mögen uns die Botschaften geben, die sie brauchen. Während Herr Brotesser versucht, den Kontakt zum verstorbenen Vater zu knüpfen, soll Frau Charmouly auf Fragen möglichst kurz, am besten nur mit Ja oder Nein antworten. So, ihr seid Familie. Vater, Mutter, Kind. Ich bekomme es so, ja? Darf ich fragen, auch wenn es sehr persönlich ist, haben Sie schon mal ein Kind verloren oder ist Ihnen bekannt, wo in der Familie ein Kind verloren gegangen ist? So ein Abgang im weitesten Sinne. Ich. Wo eine Schwangerschaft verloren ist, das waren Sie selber. Okay. Aber Sie haben noch ein Kind. So, es ist ein Kind richtig drüben und eins ist da. Nicht weinen. Ist okay. So, wenn Emotionen rauskommen, wir sollen sie rauslassen. Wasser reinigt, okay? Hast du den Kleinen schon mal beobachtet, dass er mit dem Opa noch irgendwie redet? Tut er noch so? Er sieht manchmal oder wie auch immer so, er gibt, okay? Dein Vater ist gerade rüber, aber sei versichert, er wird mal Schutzengel spielen, ja? Ich bekomme den Namen Marion, aber das macht mir noch nicht so den richtigen Sinn. So, bitte im Moment nichts erzählen, aber irgendwie... Manchmal machen sie Spielereien mit mir und die spielen auch mit Marion, so wer immer Marion ist. Herr Brotesser sagt, er könne die verstorbenen Familienmitglieder der Frau Charmouly jetzt sehen. Und sie würden ihm einen Namen durchgeben. Also sie möchten, also Marion ist nicht Marion, aber irgendwo ist der Name, macht der Sinn. Ich weiß noch nicht wieso. Sie spielen mit dem Namen und dein Vater spielt mit dem Namen, ganz innig.
Es ist wahrscheinlich irgendein Dreher oder was ich sonst nicht so richtig. Irgendwo ist was verkehrt mit dem Namen. Und ich glaube nicht, dass dein Vater irgendwie groß mit Spielfilmen was zu tun gehabt hat. Weil dein Vater ist ein Mensch, der in die Natur hinaus möchte. Der ist mit Menschen zusammen. So, ich komme auf Spielfilm, weil ich kenne den einzigen Namen, wo mir da sagt, das ist Marlon Brando. Und mit dem hat er nichts am Hut. Und Marlon ist kein deutscher Name. So, es sei denn, ihr habt einen Jungen, der irgendwie... Aber dieser Mario... Darf ich da was zu sagen? Nee, Moment noch nicht. Ich bin noch am Arbeiten, bitte. Entschuldigung. Okay. Aber Marion ist es nicht. Was er eigentlich nicht wissen kann, der Sohn von Frau Charmouly heißt Marlon. Es ist ja ein Junge, den du hast. Weil es ist ein blaues Zimmer oder da sind blaue Sachen drin, wie auch immer. So, es ist ein Junge. Und es ist ein großes Zimmer. Mit einem Tier an der Wand. Es ist ein blaues Tier. Er gibt mir wieder blau, so... Blau ist die Farbe im Zimmer und blau muss auch unter das Tier überhaupt sein. So lange, aber es funktioniert noch, ja? Nach so einem anstrengenden Tag und unter den Bedingungen so. Die haben toll mit uns gearbeitet. Mit dem toten Vater selbst sprechen, das hat noch nicht geklappt. Dafür sei der noch nicht lange genug drüben, sagt Herr Brotesser. Er müsse erst richtig dort ankommen und Frau Charmouly sollte es dann nochmal probieren. So, nimm dieses Lächeln mit nach Hause. Okay. Ja? Mhm. Ich danke dir. Ich dir auch. Umarmen zum Schluss? Ja, klar. Zu Haus bei Frau Charmouly. Zwei Dinge beschäftigen sie noch immer. Zum einen die Marion-Marlon-Verwechslung, zum anderen die Beschreibung dieses großen blauen Tieres im Zimmer ihres Sohnes. Ja, genau. Das ist das blaue Tier, was ich mit viel Mühe an die Wand gepinselt habe. Und was ja doch recht überdimensional groß ist und vor allen Dingen blau, was der Werner ja auch so gesehen hat. Und das war schon sehr beeindruckend, dass er das so klar gesehen hat. Dass der Sohn noch Marlon heißt und diese Marion-Geschichte, auch eher seltsam. Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, weil Marion ist für mich in dem ersten Moment gar nicht klar gewesen vom Namen her, weil ich kenne wirklich keine Marions und wir haben auch in der Familie keine Marion. Und was aber mit Marion was zu tun hatte, war die Sterbeanzeige meines Vaters. Da wurde nämlich Marion, sollte gedruckt werden anstatt Marlon. Und wir haben das in letzter Sekunde noch retten können, dass dann Marlon geschrieben worden ist für diese Zeitungsanzeige. Und das ist auch ein Detail, was der Werner Brotesser auch überhaupt gar nicht wusste. Ich möchte jetzt einfach, dass ihr wieder das Kind bei euch herauslasst und einfach mit den Malstiften versucht, uns zuzuordnen, welche Farben würdet ihr bei eurem Gegenüber sehen wollen? Frau Charmouly hat beschlossen, einen Kurs bei Herrn Brotesser zu besuchen. Sie hofft vielleicht doch irgendwann einmal mit ihrem Vater in Kontakt zu treten. Zunächst sollen alle die Aura ihres Gegenübers zeichnen. Diese Farben sehen Sie im Moment wirklich? Ich sehe im Moment. Diese Farbe? Diese Farbe. Und in dieser Konstellation. Aber Sie sehen doch jetzt kein blaues Gesicht, wenn Sie... Doch. Ich sehe bei ihm hier violett und da sehe ich blau. Frau Charmouly sieht allerdings irgendwie nichts. Alle Kursteilnehmer haben eine Karte gezogen, die sie jetzt an eine Person ihrer Wahl weitergeben müssen. Auf der Postkarte von Frau Charmouly sind Sterne. Ich muss ganz klar zu dir kommen. Ja, danke. Ich kann es nicht erklären. Nee, mein Mann hat es mir. Er steht, glaube ich, links neben mir. Mhm. Hat es mir zukommen lassen. Also Sterne ist für uns unheimlich wichtig. Mhm. Schon bevor wir wussten, dass er krank war. Mhm. Und ich weiß auch, dass er auf dem Stern sitzt. Viele hier haben einen nahestehenden Menschen verloren und viele sind genau deshalb hier. Und vieles passt plötzlich zu den Verstorbenen, vielleicht weil sich jeder wünscht, dass es passt. Diese Frau hat eine Karte zu vergeben, auf der eine Küste abgebildet ist. Dankeschön. Bitteschön. Der Papa ist da, weil es ist Bezug zum Norden und da ist Wasser. So, dein Vater ist am Wasser. So, irgendwie hat er mal am Wasser gewohnt, wie auch immer. Und er möchte sagen, Kind, du hast mich in Händen, ja? So, dein Vater ist nicht weg. Da hast du ihn wieder. Wasser. So, immer wenn irgendwo Bilder mit Wasser, mit Meer in Verbindung kommen, dann weißt du, dein Vater steht bestimmt in der Nähe. Und das Wasser darf auch raus. Das ist okay. Gut gemacht, Irene. Danke.
Zu Haus bei Frau Charmouly. Es läuft das Band mit der aufgezeichneten Sitzung bei Herrn Brotesser. Seltsame Dinge. Die Marion-Marlon-Verwechslung. Die Sache mit dem blauen Tier an der Wand. Von wem, wenn nicht von Ihrem verstorbenen Vater, konnte Herr Brotesser das gewusst haben? Ist es so, dass diese Sitzung Ihr Leben verändert hat? In irgendeiner Form? Nein. Oder dieser Monat? Nein. Leben verändert hat insofern, dass ich das endlich mal wahrgemacht habe, was ich mir mein Leben lang schon vorgenommen habe, mal ein Medium zu besuchen. Und das war einfach der richtige Zeitpunkt in diesem Monat. Und ja, da freue ich mich eigentlich sehr drüber, dass es mal so geklappt hat und auch noch so erfolgreich, wie ich finde. Trotzdem könnte es natürlich sein, dass Herr Brotesser auch andere Quellen als das Jenseits angezapft hat. Den ersten Kontakt, den ich habe, möchte ich in der Familie bleiben. Und ich möchte auf Mutterseite einsteigen bei Ihnen. Zum Beispiel das Internet. Dort wurde nämlich dieser Zeitungsartikel über die Familie Charmouly veröffentlicht. Da taucht halt in der Zeitung ein Bild auf, auch von meinem Mann, in einem Kinderzimmer von Marlon, mit dem Staubsauger. Und dieses Bild wurde auch im Internet gezeigt. Also da oben, das ist das Tier, das ne? Das ist das Tier, also der Esel. Und das wäre dann auch im Internet in Farbe gewesen, richtig? Also im Internet wäre das mit Sicherheit, war das auch, soweit ich das erinnere, in Farbe zu sehen gewesen. Also man kann da eindeutig sehen, dass es alles blau ist auch. Entzaubert die Geschichte ein bisschen, ne? Durchaus. Also man kann natürlich da das in Frage stellen. Insgesamt, wie gesagt, ich sehe das Gesamtbild. Also ich sehe das, was auch vieles gesagt worden ist, was man jetzt nicht recherchieren kann. Shining, silver light.
Deine Mama ist drüben? Ja. Am liebsten möchte ich so. Ist keine Mutter, ist eine Mama. Ist auch noch nicht so lange her. Ist noch warm. Bist du die Schwester von ihr? Aber ihr seid verwandt miteinander, ja? Aber wir schicken die jetzt alle 50 raus und bleiben nur zu dritt hier. So wird es in dem Moment kommen wollen. Ne? Man wird als Medium, kriegt man in England immer gelehrt, so zeigt keine Emotionen. Aber manchmal kommt es, wenn sie mir halt Emotionen, die geistige Welt arbeitet über Gefühle. Und das hier ist keine Mutter, sondern das ist auch keine Mama, sondern das ist eine Knuddelmama. So, die möchte man einfach, so, die muss man lieb haben. Wer das mitkam, der ist selber schuld. Es ging auch zu schnell am Ende. So was immer da an Geschichte gewesen sei, ich möchte es nicht hören, aber das Ende ging zu schnell. So, ich kann nicht von allen Abschied nehmen. Danke dafür, du bist selber betroffen, aber du kümmerst dich irgendwie, du sorgst. So, du kriegst ein extra Küsschen und knutscht sie dich ab. Hermann ist stark genug. So, im Moment frisst es noch an dir, weil es ist gerade erst passiert. Das ist keine 3-4 Monate her, das ist innerhalb dieses Jahres noch passiert. Du hast getan, was du konntest für sie. Du hast mehr getan für sie, als wie du weißt. Ja, das ist, was ich vorhin sagte, so, die Kinder sind nicht alle so, wie man denkt. Sie leben jung für sie. Ja? So, wir gehen alle unseren eigenen Weg und haben einen Holzkopf, aber du bist ihrer. Hast auch noch Geschwister, ja? Du bist nicht alleine. Grüß die anderen. Weil irgendwo, ich habe das Gefühl, du bist zwar medial offen, du suchst im Moment auch nach ihr, bist auch in der Form irgendwo in der Familie, in Anführungszeichen, ein bisschen Ausnahme, wenn ich so sagen darf. So, die anderen gehen da ihren Weg und du, da haben sie aber heute Pech gehabt, dass sie nicht da sind. So, als wenn sie sagen, die macht mich selber so, ich könnte knurren mit dir. Also, du weißt, wie ich es meine, ja? Aber das ist einer, die, komm rein, Jung, setz dich hin, erzähl. Und im Kühlschrank haben wir immer noch was, ja? Mama gesagt hättest, du gehst später mal zum Medium, lass mir ehrlich sein, sie hätte gesagt, na Junge, lass der Finger davon. Ja? So, sie gibt mir zwar auf der einen Seite, dass ich sagen möchte, die ist kirchlich irgendwo schon orientiert, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und was der Brotesser da macht, wäre für sie im Leben Humbug. So, als wenn sie sagen wollte, und ist sie froh, dass sie das jetzt heute angucken konnte und dann noch auf die Schnelle. So, die hat schnelle Entscheidungen, manchmal hat sie noch schnelle Entscheidungen. Ihr kennt ihn ja alle nicht, aber ich würde am liebsten Herr Menschen sagen. So, bist zwar ein erwachsener Mann, aber für sie bist du immer noch der Kleine. So, da kannst du in 50 Jahren, wenn du später mal rüberkommst, sie wird den Kleinen nur knuddeln wollen und nicht den Erwachsenen wiederkommen. So kann es passieren, wenn es sein soll. Muss nicht, bitte erwarte nicht zu viel.